Ja, hier auf YouTube gibt es ja so einige Kanäle, die sich mit DVDs und Blu-rays beschäftigen. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die es zu zweit machen. Ne? Die meisten sind immer alleine, zumindest im deutschsprachigen Raum. Mhm. Einer, der uns sehr verbunden ist, wir sind ja auch verlinkt mit ihm, das ist DVD-Kritik. Der macht jeden Tag eine Filmkritik. Mhm, Wahnsinn. Der ist ganz schön fleißig. Ja. Also das schaffen wir nicht. Ne? Nee, das tun wir nicht. Aber mit dir ist ja auch so schwer zu arbeiten, das kriegen wir ja nie gebacken. Das ist das Problem. Das heißt, ne? Er hat uns den Vorschlag gemacht, ob wir vielleicht mal einen Crossover machen wollen. Das heißt, er schickt uns einen Film und wir schicken ihm einen Film. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir doch gerne. Auf jeden Fall. Und wir haben ihm ein Meisterwerk geschickt. Ne? da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich weiß nämlich, der Film, über den wir uns in 50 Jahren nicht einig werden, Mario, Die Bettwurst. Ich bin sehr gespannt, wie der DVD-Kritiker Die Bettwurst findet. Ich möchte nochmal betonen, dass das auf seinen Mist gewachsen ist. Ne? Das war nicht meine Wahl. Ja. Vielleicht gibt er dir ja recht, werden wir ja sehen. Im Gegenzug hat er uns aber einen Film geschickt, mit dem wir beide gut leben können. Sehr gut. Weil es ein sehr schöner Film ist. Der heißt Das Beste kommt zum Schluss. Und die Hauptrollen spielen zwei ganz großartige Hollywood-Schauspieler. Oh Gott, bin ich schon im Leichenschauhaus? Das war meine erste Begegnung mit Edward Cole. Ich will mein eigenes Zimmer. Sie leiten Krankenhäuser, keine Kurbäder, zwei Betten pro Zimmer, keine Ausnahmen. Ich bin nicht scharf darauf, die nächsten drei Wochen neben Zombieball zu legen. Mein Philosophieprofessor stellt uns im ersten Semester eine Aufgabe. Er nannte sie die Löffelliste. Wir sollten eine Liste von allem schreiben, was wir in unserem Leben tun wollten, bevor wir den Löffel abgeben. Ja. Sehr drollig. Und jetzt nutzlos. Wir könnten es tun. Wir sollten es tun. Das ist Leben! Ich kann dich auf den Tod nicht ausstehen! Ah! Ist er verrückt? Kommt drauf an. Willst du es fahren oder ihm ein Kleid kaufen? Wir lernen uns nur kennen. Ich verstehe nicht, wie du mit einem völlig Fremden abhauen kannst. 45 Jahre habe ich verölt unter Motorhauben gehangen. Da verdiene ich wohl ein bisschen Zeit für mich. Hast du Kinder? Wir sehen uns nie. Dann wird's Zeit. Warum sind wir... Du meine Güte. Wovor hast du solche Angst? Nur weil ich dir aus meinem Leben erzählt habe, heißt das nicht, dass du ein Teil davon werden sollst. Ja, Jack Nicholson und Morgan Freeman spielen hier in diesem Film zwei krebskranke Menschen, die erfahren, dass sie leider nicht mehr lange zu leben haben. Und Morgan Freeman hat dann den Vorschlag, eine To-Do-Liste zu machen über alle Dinge, die sie in ihrem Leben nochmal machen wollten, kurz bevor sie sterben. Genau, beide tragen sozusagen was zu der Liste bei, also ein Fallschirmsprung, genau. Ein hübsches Mädchen nochmal küssen und so weiter und so fort. Verschiedene Länder besuchen und sowas alles. Richtig. Ja, der Film hat es im Original The Bucket List, das kann man ins Deutsche schlecht übersetzen. Eine Bucketlist ist sozusagen so eine Art To-Do-Liste mit Dingen, die man im Leben unbedingt mal gemacht haben sollte. In der deutschen Fassung wird von einer Löffelliste gesprochen, was eine komische Formulierung ist, finde ich. Ja, ein Film, der sehr viel Herz hat. Ja. Vor allem natürlich dadurch auch besticht, dass zwei so hervorragende Schauspieler die beiden Hauptrollen spielen. Beide Oscar-Preisträger, beide immer überzeugend in ihren Rollen. Also absolut brillant gespielt. Ne? Sie spielen halt zwei todkranke Menschen. Und das ist sowas von überzeugend gespielt. Ne? Wenn die sich auf dem Klo übergeben müssen durch die Chemotherapie und dann die Haare ausfallen und so weiter. Und dann Jack Nicholson hat eine große Narbe hier am Kopf und so, weil er operiert wird und so. Also ein Film, der wirklich ans Herz geht. Ne? Und der auch wirklich auch zum Nachdenken anregt. Ne? Das ist wieder so ein Film, wo man sich selber so in die Person hereinversetzt und wo man denkt, was würdest du machen, wenn du wüsstest, du hast nur noch 12 Monate zu leben oder ein halbes Jahr meinetwegen nur noch. Ja. Was würde man dann nochmal alles unternehmen wollen? Ja, also, ja. Also die Bettwurst gucken. Die Bettwurst gucken. Einmal noch. Unbedingt, genau. Ja, der Regisseur ist ja Rob Reiner, auch ein großer Hollywood-Regisseur, hat Misery unter anderem gedreht und Dolores, also verschiedene Stephen King-Verfilmungen und so. Und der hat also auch hier einen sehr schönen Film abgeliefert, einen wunderbar. Film fürs Herz, der wirklich Freude macht und wo man so richtig mit so einem Lächeln zurückbleiben denkt, ach, war das richtig. Schön. Wenn Sie jetzt sagen, die Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ja? Das stimmt. Natürlich. Knocking on Heaven's Door. Geht so ein bisschen in diese Richtung, genau. Mhm. Es wird zwar nicht gesagt, dass der Film ein Remake dieses Films sei, er ist ja auch irgendwo anders, aber
er hat auch durchaus Parallelen. Ja, es ist halt nicht so, Knocking on Heaven's Door ist halt mehr auf Action gemacht. Ja. Da driften sie ja beide so mehr ins Kriminelle ab. Ne? Mhm. Das ist in dem Film jetzt überhaupt nicht. Ne? Mhm. Jack Nicholson spielt ja hier einen Millionär, der auch das nötige Kleingeld hat, um mit ihm, mit Morgan Freeman zusammen nach Frankreich, nach Ägypten und wo auch immer über sie hinfahren. Ne? Ja, er ist ja sozusagen der reiche Sack. Genau. Aber Morgan Freeman ist der Intellektuellere von beiden. Mhm, ne? Er wollte eigentlich Geschichtsprofessor werden, aber konnte sich das finanziell nicht leisten zu studieren. Deswegen ist er Automechaniker geworden. Mhm. Und so erzählen sie sich beide auch ihre Lebensgeschichte. Jack Nicholson war mehrmals verheiratet, hat sich mit seiner Tochter zerstritten, kennt sein Enkelkind nicht und so. Ja, das entwickelt sich dann alles, das wollen wir nicht weiter verraten, aber es ist ein wirklich schöner Film. Mhm. Und also einen besseren Film hätte er sich nicht aussuchen können. Also vielen Dank nochmal für den Tipp, ich kannte ihn vorher noch nicht. Ne? Ich kannte ihn bereits, habe ihn gerne ein zweites Mal geschaut. Mhm. Ja. Ja, von mir kriegt der Film volle Punktzahl, 10 Punkte, toll gemacht. Geht nicht besser. An Extras hätte ich mir wesentlich ein bisschen mehr gewünscht. Da ist nur das Musikvideo bei. Mhm. Also da hätte ich mir gerne ein Interview mit den beiden gewünscht oder auch mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Wäre schön gewesen, ja. Das stimmt, ne? Da kommt gar nichts. Da ist leider gar nichts. Also was Extras angeht, nur das Musikvideo und dafür gibt es natürlich auch nur 2 Punkte von mir. Mhm. Ich gebe dem Film 9 Punkte und den Extras kann ich auch nur 2 geben. Da ist halt leider fast nichts vorhanden. Mhm. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie DVD-Kritik die Bettwurst findet. Den Link zu seinem Clip finden Sie in unserem Informationstext. Also schauen Sie mal rein.